Daniel Sorin und Olli im Schirm. Er ist wieder hier zurück in Reutlingen. Victor Daniel! Als 89 groß, Gehrung mit 110,3 Kilogramm. Profi seit 2021 mit bisher 8 Kämpfen, 2 Siegen, eine Unentschieden, 5 Niederlagen, ein Kampf beendet noch vorzeitig durch Knockout. Aus Kutaisi, Georgien, Richard Pukakadze. Seitdem wir der Blaudecke, 30 Jahre alt, 1,94 groß, gewonnen mit 160,6 Kilogramm. Profi seit 2016 mit folgender lupenreiner Bilanz. 7 Kämpfe, 7 Siege, 5 davon vorzeitig durch Knockout. Reutlingens Own, Victor! Ja, jedenfalls kann ich mich an das spektakuläre Kampf letztes Jahr erinnern. Da hat er auch durch K.O. gewonnen. Und für diesen Kampf heißt es, jedenfalls zur ersten Runde Round 1. Wir werden sehen. Oh, und das geht direkt zur Sache. Und der Georgier geht direkt los. Richard. Oh, schöner Haken von Daniel. Schöner Treffer jetzt von Richard. Gute Maltbewegungen. Ganz schöne Geschwindigkeit für so einen Heavyweight-Kampf. Findest du auch? Definitiv. Sie sind beide sehr schnell. Und da sitzt natürlich jeder Schlag. Denn Schlagkraft ist ja Beschleunigung plus Masse. Ergibt Schlagkraft. Und bei so einer Beschleunigung können die Lichter mal ganz schnell aus sein. Da ist er direkt in so einem Jab von Victor gelaufen und raus wieder und kann weitermachen. Ich habe nur nicht genau gesehen, ob das jetzt ein Lebertreffer war oder wie er ihn da ausgemacht hat. Anstande zu tief. Ich vermute, dass das auch ein frühzeitiges Ende geben wird. So, die Fatma prophezeit hier ein frühzeitiges Ende. Ich tippe auf einen K.O. Ja, der Georgier muss sich hier schon was einfallen lassen. Er hat gut angefangen, aber im Moment. Hat er ihn jetzt auch einmal erwischt, den Victor, mit seinem Jab? Ja, der Victor, der macht das natürlich sehr, sehr schön, ja.
mit seiner Low Guard. Sobald sich der... Das war jetzt ein schöner Lebertreffer. Den hat er gespürt. Den hat er gespürt, definitiv. Man hat das gesehen. Er hat sich jetzt auf die Pause gefreut, der Richard, glaube ich. Ja, ich glaube, der Richard hat hier nicht so einen starken Gegner erwartet. Der Richard, meine ich, hat hier nicht einen so starken Gegner erwartet. Man sieht ihm die Verzweiflung völlig im Gesicht geschrieben. Daniel dagegen macht einen ganz guten Eindruck, setzt sich hier auf den Stuhl. Ja. Er bewegt sich aber ganz gut, der Richard. Leitbewegungen. Ja, dir geht's so wie mir. Der Kampf ist so spannend, dass uns die Stimme wegbleibt und wir aufhören zu kommentieren, weil diese beiden Kämpfer uns so mitreißen. Habe ich recht? So ist das. Ich kann jetzt auch noch gar nicht viel sagen. Oh, das waren jetzt zwei schöne Treffer vom Richard. Hat der Daniel aber sehr gut weggesteckt. Wieder und ging kurz kleiner Jab. Kriegt dafür die Körpertreffer von Viktor. Die machen aber beide richtig schön zu. Die Arme sind nach oben. Jetzt gehen sie dann schon mal runter von Richard. Ein guter Treffer von Viktor. Jetzt wird der Richard ein bisschen müde. Lässt auch mal die Arme fallen. Ein schöner Treffer. Es ist relativ ausgeglichen. Also die zweite Runde ist relativ ausgeglichen, da gebe ich dir recht, wobei ich den Daniel auch in der zweiten Runde etwas vorne sehe. Die zweite Runde ist vorbei. Ab der dritten Runde sieht man jetzt auch die Konditionsstärken von den Kämpfern. Mhm.
los geht's. Schöne Maid-Bewegung von Richard. Und jetzt gibt er zwei Haken hintereinander, die der Daniel aber sehr gut wieder wegstecken tut. Der Viktor, Daniel. So, da kontert er wieder richtig schön, der Richard. Bin ein bisschen überrascht. Schöner Haken und schöner Bodyjab von Viktor Daniel. So, ab jetzt zahlt sich dann Ausdauertraining aus. Ja, die Arme vom Richard scheinen mir müde, sie gehen runter. Ich habe das Gefühl, er hat Schwierigkeiten, sie oben zu halten. Und bei einem Schwergewichtler wie Daniel, der so gut zutragen kann, für Daniel, sollten die Arme definitiv nicht runtergehen. Jetzt ist es das typische Clinchen, wo sie sich da die Ruhepausen einlegen. Es war ein guter Treffer von Viktor. Ein bisschen Pause machen. Schöner rechter Haken von Viktor. Oh, der ging daneben. Sieht so ein bisschen aus, als ob der Richard Bauchweh hätte. Der hält sich immer den Bauch zu. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass er irgendwie an einer Wippe angeschlagen ist und die Schützen tut. In seiner Ecke lacht er auf jeden Fall noch. Arbeitet mit seinem Jab. Beherrscht eigentlich immer die Mitte. Schöner rechter Haken. Jetzt kommt der Richard noch mal raus. Zeigt aber kaum Wirkung. Victor. Fällt ihm der Mundschutz raus? Der Referee fordert Daniel auf, in die neutrale Ecke zu gehen.
während ihm jetzt der Mundschutz angelegt wird, der Mitschat. Beide begeben sich in der neutralen Ecke, um dann in der Ringmitte sich wieder zu treffen. Er arbeitet mit kleinen Jabs und ladet dann die rechte. Guter Milztreffer. Und wieder. Macht es schon ganz gut, der Viktor. Hat ihn jetzt gut getroffen und jetzt könnte es Wirkung zeigen beim Richard. Und wieder zur Leber. Da tastet seine Stirn an. Der kann nicht mehr. Der kann nicht mehr. Und Richard gibt ihm die Zeit. Auch mir scheint Richard gerade einen sehr müden Eindruck zu machen. Er geht zurück und der Viktor lässt ihm einfach die Zeit. Ich glaube, der möchte uns eine längere Show bieten. Und jetzt fordern auch die Fans mehr von Viktor. Letzten 10 Sekunden. Und Richard wartet sie ab. Ja, ich habe das Gefühl, dass der Daniel mit dem Richard, dass der Viktor Daniel mit dem Richard spielen tut. Wie die Katze mit der Maus. Um dann auf den finalen Katzenschlag zu warten und die Katze zu fressen, meine Damen und Herren. Der Richard, der muss sich was einfallen lassen, wenn er diesen Kampf noch drehen möchte. Braucht er definitiv eine K.O. Aber ich weiß nicht, ob er die Kraft, die Kondition und auch den Willen hat. So, die fünfte Runde, die vorletzte Runde. Und der Viktor arbeitet wieder mit seinem Jab und ladet dann die rechte und die linke hinterher. Das zeigt natürlich... Ja, jetzt macht der Richard einen verzweifelten Versuch nach vorne zu drücken. Und wieder und geht er Leber. Zur Leber. Ja, und jetzt holt doch der Richard seine letzte Energiequelle raus. Ja, die er jetzt nach der Pause aufgetankt hat. Ich vermute, dass das halt nicht lange dauert. Und dann er wieder müde wird. Ja, der Viktor sollte ihn da ein bisschen fernhalten, weil er wieder müde wird. Das zeigt er ja ganz deutlich. Ja, und die Hände vom Richard fallen immer Richtung seine Hüfte. Stützt halt, sie da quasi ab, ne? Ja, das ist so ein Anzeichen. Ich bin müde. So, der Referee könnte da eigentlich dazwischen gehen. Ja, ich habe eigentlich darauf gewartet, dass du das sagst und er das tut. Das war mal ein schöner Uppercut von Richard. Ja. Gute Aktion gewesen. Leider zu selten. So, jetzt zeigt er wieder ein Zeichen von Müdigkeit. Ich glaube, beide sind müde, weil der Viktor da nicht drauf reagiert. Der bearbeitet ihn zwar schon, aber langsam. Ne?
macht er eben die Rechte zu. Versucht da so leichte Körpertreffer zu erzielen. Der Viktor geht immer wieder an die Leber. Oh, und ein schöner Versuch. Gute Körpertreffer von Viktor. Und nicht klammern, sagt der Referee. Und jetzt wieder arbeitet der Viktor in die letzten 10 Sekunden. Ich tippe, dass der Viktor jetzt in der letzten Runde sein ganzes Pulver verschießt, wenn ich mich nicht täusche. Gegner Richard aus Georgien. Sechste und letzte. Ich bin mal gespannt. Shake hands. Jetzt erwarten wir was, Viktor. Komm schon. Er ladet die Rechte, die er jetzt gleich abschießen wird. Oh, und da kam eine schöne Aktion von Richard. Eine überraschende Aktion von Richard. Der Richard macht zu wenig, aber wenn er was macht, scheint es immer gut auszusehen. Der ging. Es reicht aber nicht. Gott sei Dank vorbei für Richard, ne? So. Bin ich mal gespannt. Eine schöner Leberhaken. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich am Arm getroffen habe. Ja. Er sagt leider daneben. Und jetzt kommt Viktor, wie ich es vermutet hatte. Und versucht, einen K.O. zu erzielen. So, jetzt arbeitet er viel zum Kopf. Der Referee müsste eigentlich dazwischen gehen. Lässt ihm ein bisschen die Zeit. Schläge hintereinander. Zum Körper. So, Viktor, schöner Haken hinterher. Linke, die rechte, da kommt jetzt ganz viel. Und er hält sich an den Seilen fest, der Richard. Der kann einfach nicht mehr. So, jetzt muss der Richard ran, der Viktor ran. Und die letzten 10 Sekunden
Ja, und das war doch kein Kapitel. Ja, und da umarmen sie sich sportlich. Ich muss sagen, das war überraschend für mich. Ich habe wirklich auf einen K.O. getippt. Es sah am Anfang gleich so aus. Aber der Richard hat sich gut gehalten. Das offizielle Urteil. Einzelliger Sieger nach Punkten. Und damit weiterhin ungeschlagen. Die blaue Ecke. Die Tor-Dorge. Also Victor, guter Kampf. Deine Fans haben getobt. Sie sind ausgerastet. Hattest du eine Strategie, bevor du reingegangen bist? Ja, also locker bleiben. Wir haben die Kampf der Zuhörer. Also dann ist das Kampfgeschehen eines mir teilweise gelungen, teilweise nicht so gelungen. Manchmal wollte ich auch zu sehr im offenen Schlagabtausch. Was also gut für die Fans ist, nicht so gut für mich. Aber ja, hat ja am Ende trotzdem alles geklappt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dir zuzuschauen. Das ist ja was steht als nächstes an? Hast du schon den nächsten Kampf? Wahrscheinlich nächstes Jahr, aber ich mache es nie. Ich halte mich immer fit, weil das muss man halt auch leben irgendwo, ne? Dass man fit ist. Kann auch immer Chancen ergreifen. Deshalb steht nichts fest, vermutlich nächstes Frühjahr, vielleicht aber auch Ende noch dieses Jahr, das machen wir es abwarten. Also danke fürs Interview, genießt den Abend, feier deinen Sieg, danke. Hast du dir verdient.